So, und damit herzlich willkommen zurück zu Honkai Impact zur Erde, Leute. Ja, gucken wir uns das erstmal an. Ich will dich gucken. Okay. Casino. Ach Gott. Endlich ist mein Glück zurück, nachdem ich diese Kinder nicht mehr nerven muss. Ah, oh Gott, ey. Der geheimnisvolle Manager des Casinos ist klar. Okay. Klar, 79 Millionen. Bestes Outfit. Bestes Outfit als Croupier, genau. Ja. Ja, wo sind denn jetzt die Bunny-Outfits? Komisch. Es wäre halt echt cool, wenn das wirklich, wenn die wirklich so Outfits hätten, irgendwie, wenn es das als Kostüm geben würde. Aber nein. Lol. Oh Gott, ey. Was für finanzielle Probleme? Die haben fast 80 Millionen gewonnen. Wollt ihr mich verarschen? Achtung, und jetzt? Jetzt verkackt, Achtung. Oder? Oh. Jetzt spielt die weiter. Ah, geil, Alter. Geil. Klar. Lass mich raten, jetzt verliert sie. Vor allem die haben doch immer noch 76 Millionen. Was hat die jetzt großartig verspielt? Das ist total... Was? Boah, keine Ahnung. Ich hab da keine Ahnung von. Das ist ein gutes Blatt, aber... Net. Loser, 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 Loser. Haha. Tja. Was ist das überhaupt für ein Scheiß? Sehe ich jetzt gerade. Ach, hier das nächste... Oh. Vor allem, ist das das Finale? Ist das echt das Finale schon? Okay, kann aber irgendwie nicht sein. Es kann eigentlich nicht sein, dass das das Finale ist. Weil wenn ich mir das so angucke, wir haben ja hier von den Dingern noch gar nicht so viel. Eigentlich fast gar nichts. Weil ich habe hier gerade mal 6.000 und du brauchst ja hier 40.000 von den goldenen Dingern. Hä, wie soll das funktionieren? Gut, ich meine, der Shop ist bis zum 29.04. da. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Aber trotzdem, wie soll das funktionieren mit 40.000? Das kriege ich niemals hin. Das kriege ich in 100 Jahren nicht hin. Also kein Plan, wie das gehen soll, aber gut. Was geht hier ab? Nichts. Ah, warte mal, hier sind doch die... Ach, hier kriegt man wieder diese Federn. Ja, toll, aber die helfen mir auch nichts. Kann ich nichts mit anfangen. Da kann ich nichts anfangen. Okay. So, egal. Ich wollte jetzt das einfach mal gucken. Fangen wir jetzt mal an, würde ich sagen. Williams Rave. Keine Ahnung, was das wieder für ein Kram ist. Was? Valkyrien Outfit Option für Begriff. Was? Outfit Option? Was? Was kann man sich dafür welche aussuchen? Ozean Ranger, Flieger des Tals. What the fuck? Was sind denn das für Outfits? Und vor allem, jetzt ernsthaft, man muss die kaufen. Man muss die Belohnung kaufen. Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen?
Wollt ihr mich jetzt gerade ficken oder was? Man muss die Scheiße kaufen? Aber gut, die Outfits sind, glaube ich, eh nicht so geil. Was sind das für Outfits überhaupt? Das Lustige ist, man kann sich das auch nicht mal angucken, was das für Outfits sind. Aber gut können die nicht sein. Weil Ozean Ranger Flieder, das Tat. Was sind das für Outfits? Muss ich mal ganz kurz gucken. Flieder des. Was? Sind denn das für welche? Ich kenne die gar nicht, ehrlich gesagt. Ach, das sind einfach nur diese Colors-Webs oder was? Na gut, dann ist es unwichtig. Dann brauche ich das auch nicht kaufen, dann hat sich das erledigt. Warte mal, Glücksrad. Oh, man kann hier gamen, man kann hier zocken, Alter. Zocken! 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 Boah, Digga. Gewonnen! Wie viel mal muss man zocken, damit man sie hier kriegt? Okay. Okay. So, was... Oh, hier, ne? Das sieht aber schon cool aus. Das sieht aber schon cool aus. Gucken. Erstmal Bild von machen, ne? Kann sie nicht wirklich so ein Outfit kriegen, bitteschön? Und ich habe die erste Belohnung schon frei. Ja, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Jetzt holen wir uns den Scheiß. So. Yay. So, und jetzt können wir endlich anfangen, hoffe ich. Oh nein. Das ja auch noch holen. So, jetzt können wir hoffentlich anfangen. Eine Sache hätte ich allerdings noch, und zwar für Leute, die immer noch eine Armada suchen, wir haben ja immer noch Plätze frei, ne? Und mittlerweile sind wir schon 8 Leute in der Black Army. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber wir sind schon 8 Leute. Wir sind einfach schon 8 Leute. Deswegen, wenn ihr noch eine gute Armada sucht, eine richtig coole, dann kommt doch in die Black Army. Muss mal ganz kurz gucken, wo steht nochmal die ID? Da, genau. Hier. Ne? Müsst ihr dann auf Suchen gehen, dann gebt ihr hier die ID ein und dann seid ihr hier in der Black Army. Also, nicht verpassen. Und los geht's. So, dann würde ich sagen, let's start together. So, let's start and join this. Ich sehe schon, es gibt wieder nur tolle Aufgaben. Oh, klasse. Ist das jetzt euer Ernst? Ach Gott, ey. Ich habe gleich schon alle Aktualisierungen aufgehoben. Ja, super. Es gibt halt echt wieder nur so eine Kackaufgabe. Es ist zum Kotzen. Wow. Wobei, die eine war eben gut, aber ich bin zu doof dafür. Warum sind jetzt alle Aufgaben nur noch in der Fabrik? Das hilft mir auch nicht. Ja, jetzt muss ich wieder 5000 Mal hin und her rennen. Komm, ey, Alter. Ja, toll, die Aufgaben sind scheiße. Danke. Was pisst mich jetzt schon wieder an? Kann ich wieder 5000 Mal hin und her rennen? Toll, super. Freue ich mich total. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag hin und her zu jumpen. Mir egal. Ja. Das pisst nicht an, Alter. Naja. Boah, ey, also das wird langsam auch echt ein bisschen lächerlich einfach nur. Dass sie jedes Mal nach ihrem komischen Gehaltscheck fragt, den sie sowieso nicht bekommt. Da müsste man echt mal ein paar neue Gespräche einbauen. Gut, die Oberwelt braucht... Gut, diese Open World bräuchte sowieso mal ein Update, aber... Vor allem, wie machen wir immer diese Umfragen? Ich schreibe das eigentlich fast jedes Mal rein. Die Open World braucht ein Update oder so. Brauchen wir wieder neue Aufgaben oder keine Ahnung was. Genauso wie das Wohnheim. Aber machen sie das jemals? Nein. Das interessiert die gar nicht. Ist halt ein bisschen schade, leider. Dass sie halt so alte Features oder so... Oder überhaupt alte Kampfanzüge, dass sie die einfach komplett verkommen lassen. Einfach alte Sachen, dass die halt einfach nichts mehr bedeuten in dem Spiel.
meine, ganz ehrlich, das letzte Update im Wohnheim, wann war das bitte? Oder die Open World, wann wurde da letztes Mal was gemacht? Das ist bestimmt schon ein paar Updates her. Ja, auch eine Art auszuweichen. Nein, Ai-chan ist nicht die tollste. Immerhin macht sie ja auch nichts. Sie macht gar nichts. Sie hockt einfach nur da und gibt dumme Kommentare von sich. Ai-chan hat eure Gehaltscheck schon geholt. Kann die auch noch was anderes sagen? Vor allem kann man die nicht irgendwie deaktivieren, dass die einfach nicht mitkommt oder so? Das nervt halt auf Dauer wirklich. Diese dummen Kommentare von ihr immer. Ich finde auch persönlich, Ai-chan ist irgendwie der unnötigste Charakter im ganzen Spiel. Die nervt halt einfach nur ohne Ende. Es ist halt gut, dass die keine Valkyrie ist, sonst wäre es noch schlimmer, glaube ich. Aber gut, okay. Bum, bum, bum. Ich finde das lustig, wie die läuft. Dum, 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 dum. Lol, ich konnte nicht mehr weiterlaufen, hä? Hallo. Schön, dass er nicht mal Schaden kriegt davon. Ich weiß jetzt nicht, wie der eine mich getroffen hat, aber okay. Wir tun einfach mal so. Bum, 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 bum. Bum. Lol. Wie der QTE einfach wieder nicht funktioniert hat, ist klar. Total realistisch, Mann. Bumm. Bam. So. What? Bumm, 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 bumm. Ist hier noch was? Nein. Na Gott sei Dank. So. Bumm. Bup. Bup. Bum. Bam. Dum 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 dum. Bam. Bam. Diese Doppelteam-Angriffe immer. Bam. Nein, Ai-chan ist nicht toll. Wie oft soll ich das noch sagen? Boah. Die labert so ein Scheiß, Alter. Das ist echt nicht normal. Ai-chan hat eure Gehaltscheck schon geholt. Hehehe. Ganz ehrlich, kann ich auch noch was anderes labern? Gehaltschecks, Gehaltschecks, Gehaltschecks. Das nervt echt ein bisschen langsam. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, wie gesagt, die Open World braucht halt echt einfach mal ein Update, ey. Da kannst du sagen, was du willst. Da muss mal wieder was Neues her.
Und ich rede jetzt nicht von der Post-Honkai Odyssey oder was weiß ich, sondern ich rede genau von dieser Open World. Oder vielleicht von Sakura Samsara noch besser. Ich meine, die Gegner sind halt teilweise auch echt einfach nur Flaschen, ey. Bam. Seht ihr, das meine ich. Die Gegner sind halt nicht mal eine Challenge oder so. Das ist halt ein bisschen... Naja. Na gut, außer man spielt so ohne Waffe und ohne Stigmata, dann ja. Dann ist lustig. Dann ist es größig Spaß. Wie man so schön sagt. Dann ist es größig Spaß, wie man so schön sagt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Let's eat. Let's eat. Ach, hier kriegst du auch noch Sachen. Wusste ich sogar gar nicht. Lol. Das ist lustiglich. Lustiglich. Haha, er hat's gesagt. Boss Arena. Boss Arena. Haben wir die beiden schon gemacht? What? Ja, geil. Das ist der letzte. Finale. Ohohoho. Finale. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob es manche schon mitbekommen, aber... ich weiß ja nicht, ob es manche schon mitbekommen haben, aber, sie kriegt in 4.7 eine richtig geile neue Waffe. Zwar keine Brie-Waffe, aber ein Götterschlüssel, soweit ich das weiß. Und das wird auch geil. Da habe ich auch schon gesehen, den Waffenskill von in Action. Alter, das... Ja, Maschallah, das wird geil. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Gut, aber jetzt muss ich halt überlegen, wie nehmen wir da am besten? Physisch, ne? Physisch. Ich bin ganz physisch. Ich bin physisch bei dir. Lustig. Rufel. So, sie können wir nehmen. So, dann nehmen wir noch einen. Eigentlich können wir sie noch mitnehmen. Ja, pfff. Aber weißt du was, machen wir es einfach. Ja. Let's eat. Wie der Big Smoke bei GTA. Ja. Macht sie fast mehr Sinn. Oh, Digga. So. Bam. Bam. Ja, gegen ihr eigenes Ebenbild verliert sie. Schande! Schande! Tja, das ist Schande, ne? Gegen das eigene Ebenbild zu verlieren. Ja. Jo. Bumm! Bumm. Wie kann sie einen Fernangriff kontern? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber ich freue mich echt schon auf Durandals neue Götterwaffe, die dann, oder Götterschlüssel, oder was auch immer, die in der neuen Version kommt. Weil das ist halt voll die geile Waffe. Und vor allem, ich bin mal gespannt, ob manche die Waffe auch erkennen, weil die Waffe, die kam in der Story auch schon mal vor. Meine ich. Ich bin jetzt aber nicht genau sicher. Aber ich glaube, die Waffe, die in 4.7 kommt, ich glaube, die kam sogar in der Story schon mal vor, bei einem bestimmten Charakter. Vielleicht kommt ihr ja drauf, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Weil ich bin mir sehr sicher, dass das schon mal vorkam in der Story eigentlich. Aber das haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber da habe ich, glaube ich, noch nicht Let's Played oder so. Es war irgendwie ein Kapitel. Lass mich lügen. Kapitel 7 oder Kapitel 6? Keine Ahnung. Vielleicht auch Kapitel 7. Vielleicht auch Kapitel 5 oder weiß ich nicht. Müssen wir nochmal gucken. Aber auf jeden Fall, es ist eine Waffe, die schon mal vorkam. Und die Waffe kriegt man dann in 4.7. Vermutlich eh wieder durch den Gacha, aber bei der komischen Blume, da habe ich ja auch Glück gehabt. Also ich sag mal so,
Ja. Bam. Ja. Boah, von der Szene eben müsste ich ein Bild machen, Alter. What the fuck, ey, das war ja perfekt. Das war ja perfekt. Gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Das war nämlich geil. Boom. Bam. Aber das kriegen wir bestimmt nochmal hin. Mal gucken. Boom. Aber ich frage mich immer noch, wenn unten der Balken komplett voll ist, oder wenn der nur halb voll ist, ob das dann im Schaden irgendwie einen Unterschied macht oder so. Weil die kriegt ja auf jeden Fall einen Damage-Buff oder so. Einen kleinen. Aber wenn der Balken komplett voll ist, ist es dann irgendwie stärker, der Damage-Buff? Das würde mich jetzt mal so interessieren. Weil das habe ich immer noch nicht rausgekriegt irgendwie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann definitiv mehr Schaden macht. Naja. So, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt passt mal auf, hier da oben geht's ab, Alter. Bam, 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 bam. Und tschüss. Also schwer ist sie jetzt nicht, muss man sagen. Hoffentlich krieg ich es jetzt hin mit dem Bild. Jawohl. Sollte geklappt haben. So, mal gucken. Letzte. Oder ist es schon letzte? Ich weiß gar nicht. Hört sich nicht wirklich so an. Na, mal gucken. Nein, du schießt nicht. Höre auf damit. Das ist nicht nett. Ich hab gesagt, nein, halt, stopp. Nein, halt, stopp. Jetzt rede ich. Klar. Man kann das nicht durchbrechen oder was? Willst du mich verarschen? Aber irgendwas konnte man ja kontern. Wenn man das nicht kontern konnte, dann verstehe ich es auch nicht. Also das ist... So, jetzt gibt's auf die Schnauze. Oh, jetzt gibt's auch nicht auf die Schnauze hier. Bam! Und jetzt nochmal noch den Waffenskill von der 4.7er Waffe. Naja. Bum, bum. So. Oder ich muss mal ganz kurz gucken in den Cutscenes dann vielleicht gleich. Weil vielleicht sieht man die Waffe ja in den Cutscenes sogar. Weil ich bin mir sehr sicher, man sieht die. Ich bin mir sehr sicher, dass man die Waffe sieht auch in der Story. Also die, die im nächsten Update kommt. Weil ist ja auf jeden Fall eine Lanze dann, klar, ne? Ist ja für Dudu. Was übrigens noch interessant ist... Moment... So, was übrigens interessant ist, diese neue Lanze, die jetzt kommt in 4.7, die ist sogar genau für den Charakter gemacht. Für unseren Lieblingscharakter. Ja. Da freue ich mich halt. So, fertig, dann war das doch der letzte, okay. Yay, wir haben alles gemacht. Ja, gut. Das ist gut gelaufen, denke ich. So, hier, das ist ja am Samstag wieder dran, der Scheiß.
gut, okay. Und wir sammeln ordentlich Kristalle. Wobei ich sagen muss, die Kristalle, die sammle ich jetzt nicht für den neuen Charakter oder so, weil den werde ich mir eh nicht holen, weil diese neue Bronja oder die oder wie auch immer, ich finde die scheiße. Ich finde die echt so scheiße, Alter. Muss ich, also das muss ich wirklich sagen, die werde ich mir nicht holen. Nee. Da hole ich mir lieber was anderes. Und zwar, wie gesagt, die Waffe halt. Also werde ich mir dann definitiv eher was anderes holen, und zwar die Waffe, weil einfach aus Prinzip. Naja. Also wie gesagt, diese neue Bronja werde ich mir nicht holen. Lieber die Waffe dann für unsere Dudu. Das macht viel mehr Sinn dann. So, wir können ja mal gucken eigentlich. Oder was gibt's denn überhaupt im Gacha, so mal so als Frage? Aha, ja, das haben wir ja schon. Ach, guck mal. Das haben wir auch schon. Lol, Feier-Dudu? Echt? Man kann hier Feier-Dudu kriegen? Okay. Aber war das überhaupt ein S-Rang? Ja gut, aber Feier-Dudu ist jetzt eh gar nicht. Vor allem konnte man die nicht sowieso irgendwie leveln oder kein. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber so gut war die ja jetzt auch nicht, also. Ja gut, sie ist ganz nett, aber. Kann man sehen, wie man möchte. Nee, also wirklich Besonderes gibt's da nicht. Okay, gut. So, wir können ja mal ganz kurz gucken. Weil ich bin mir sehr sicher, dass man diese Waffe schon mal gesehen hat bei irgendeinem Kapitel. Muss jetzt nur gucken. Ich guck mal hier vielleicht. Oh. Oh, Digga, Alter. Oh, Digga. Oh, Alter, geht das noch lauter oder was? Alter, die müssen das echt mal einstellen, dass man das mal runterdrehen kann. Das ist eine Katastrophe, Alter. Jedes Mal, wenn so eine Cutscene kommt, fliegen einem die Ohren weg, ey. Können die das nicht mal irgendwie ändern? Ey, das ist. Also sorry, aber ganz ehrlich. Das ist eine, das, also bei der nächsten Umfrage werde ich das wirklich mal reinschreiben. Ja, das geht gar nicht. Das ist wirklich. Ehrlich, nee. Vielleicht hier? Lol. Naja, auf jeden Fall diese Waffe, mit der sie jetzt gerade zugestochen hat, das habt ihr ja gesehen, die Waffe. Und das ist nämlich die Waffe, die in 4.7 kommt. Und zwar wird Durandal diese Waffe führen. Und das ist halt ziemlich geil, finde ich. Gerade unser Lieblingscharakter führt dann diese geile Waffe. Das wird auf jeden Fall was. Ja, es hat auf jeden Fall schon echt cool. Bin ich sehr gespannt. Vor allem bin ich mal gespannt, wie stark die dann eigentlich ist. Bei den Videos ist die ja eh komplett overpowered, man kennt's, bla bla bla, aber wie ist die halt denn echt dann, die Waffe? Da bin ich halt mal gespannt. Achso, warte mal. Aber da bin ich halt echt mal gespannt dann. So, wir können ja gleich noch ein bisschen das Event machen eigentlich, mal gucken. So. Ja. Ich bin natürlich die weißen Dinger, wie immer. Oh, Money. Money, money, money. Finde ich nicht funny. Mach mir Mittagessen und lass es schmecken, okay? Lass es okay schmecken. Geh zu Meckes, wenn du was willst, du blöde Kuh.
Dein Maul, Alter. Nochmal sowas und ich schmeiß dich von der Brücke. Dann kannst du da mal für ein paar Fliegen essen unterwegs. Ich glaube, es geht los. Was ist denn das hier, hä? So, ey. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Achso, ja, klar. So, mal gucken uns die Scheiße mal an hier, ne? Oh, natürlich die schon wieder. Ich bin ja, du bist Phönix. Ja, gut, die Gespräche hier sind halt wirklich nicht gerade sinnvoll. Ja, gut. Was ist das? Gewährt zufällig ein lila Sternestigmata. Oh, lila 4 Sternestigmata. Nett. Nicht, dass wir es wirklich brauchen. Achso, wir können ja noch ein bisschen. Warte. Bevor wir das machen, leveln wir noch ein bisschen. Ja, ist gut. Dankeschön. Ich bin kein Asi. Ich weiß das schon. Ich weiß das alles schon besser als wie du. So. Habe ich gerade ein neues Stigma da gekriegt? Keine Ahnung, weil das eben so. Aber man kriegt halt in der Regel eh immer die gleichen. Das ist eh, naja. So, können wir erstmal sie ein bisschen leveln. Machen sie einfach mal auf 50, würde ich sagen. Bäm. Ne, sie nicht. Sie hier. Und May ist halt auch nicht sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. May ist scheiße. Mit ihrer Schrotflinte, die macht halt überhaupt kein. Die macht halt einfach komplett Non-Damage. Die ist halt überhaupt nicht. Die ist halt überhaupt nicht, ja, existierend, sagen wir es mal so. Existenz 0. Ja, ist gut. Halt's Maul. Krieg dich wieder ein. Sie hat gesagt, dass sie Phönix. Sie hat nicht. Ja, gut. Sprech schon meine Stadt drüber. Was macht Raven da? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Also es ist halt super, dass da so eine Cutscene kommt, während ich weiter geschlagen werde. Sehr nice. Wieso kann ich nicht laufen? Lol, das war eben unfair jetzt. Jawohl. Yeah. Ich wurde fast von deinem Judah erschlagen. Kann gar nicht sein, weil die gar nicht dabei war. Die ist so nutzlos, die würde ich niemals mitnehmen. Naja gut, es ist ja typisch Teri. Was will man erwarten? Teri ist immer nutzlos. Ist leider so. Also wirklich sinnvoll ist Teri halt wirklich nicht. Deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht Leute, die sie mögen oder so. Keine Ahnung. Verstehe ich halt einfach nicht. So, oh, ein Level noch, dann gibt's einen neuen Charakter. Mal gucken, ob die dann wenigstens gut ist. Hoffentlich hat die dann eine vernünftige Waffe endlich mal. Ja. Das sind, wie gesagt, das Gequatsche interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. Weil meistens quatschen die eh scheiße. Und ich hätte vielleicht mal andere Skills nehmen sollen, ich Schlauberger. Kann ich gleich nochmal beenden, warte. Ja, ich büschnisch. Skills! Ich finde es auch lustig, dass dann das Outfit wechselt irgendwie. So.
What the fuck, was war das? Boah, vor allem die Musik. Die Musik, Alter. Die kam beim, boah, bei welchem... Oh, ich überlege gerade, bei welchem Event war die Musik zum ersten Mal da? Also diese Musik gibt's auf jeden Fall schon ein paar Events. Oh, ich glaube, das war das erste Mal, wo es so ein Brettspiel gab irgendwie. Oder das war nicht so richtig ein Brettspiel, aber musste da so Rätsel lösen und so. Ich weiß aber nicht mehr, wie dieses scheiß Event hieß. Das war das beste Event damals, ey. Das war so gut. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, ehrlich gesagt. Es war auf jeden Fall auch das, wo dieses Outfit von Bronja rauskam, diese verrückte Hutmacherin oder so. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Event hieß. Aber das war richtig geil, das Event. Darf ich bitte weitergehen? Bumm. Wie der immer umgeschlagen wird. Bumm. So ein Idiot. Haha. Ah, Blitzangriff. Renn, kleine Fu. Renn, kleine Fu. Jo, ist klar. Lol, ich baller den einfach weg. Ballern. Ballern. Bumm. Jo, zwei davon jetzt. Hm, klar. Wie sie halt beide immer ausweichen. Das ist zum Kotzen, Mann. Ja, ich bin gleich tot, natürlich, ey. Wie stark sind die denn bitte? Oh, Digga. Was interessiert mich ihr scheiß Tagebuch? Darf ich bitte weiterlaufen? Hallo? Hallo vielleicht? Boah, Digga. Digga, lass mich doch weiterlaufen. Oh, Alter, ey. Das meine ich, die Events sind heute... Das meine ich halt, das Event ist lange nicht so gut wie damals das erste oder so. Das kannst du machen, was du willst, ist einfach so. Die Events sind halt einfach nicht mehr so gut, leider. Aber irgendwo fehlt noch eine Seite, glaube ich. Ja, ist auch egal. Hui! Dass wir da immer stehen bleiben müssen. Alter! Oh, es interessiert mich überhaupt nicht, der Text, ne, der da kommt. Also das ist jetzt gerade eine echt langweilige Phase.
Ach, da fehlt noch was. Oh. Digga, Alter, das ist lame. Lame ass bitch. So. So. Ich kann nur zwei Charaktere mitnehmen? Schildherausforderung, was? Wieso kann ich nur zwei Stück mitnehmen? Ja, gut. Okay. Vor allem Schildherausforderung? Was für eine... Dürfte ich bitte auch mal das Schild lesen? Danke. Ach, lass mich ran, wir müssen alle Münzen sammeln, oder was? Das ist die Challenge. Ja gut, das ist jetzt nicht so Challenge. Ja gut, das geht aber, ne? Wir müssen halt alle Münzen holen anscheinend. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Dam 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 dam. So. Ja gut, es ist jetzt nicht so schwer, die Münzen zu kriegen, ne? Also. Easy. Das war jetzt eine Challenge oder was? Das war Kinderkacke. Wollte mich verarschen. Ich kann mich nicht bewegen. Vor allem Kiana sagt das, obwohl ich sie gar nicht mit dabei habe. Klar, es ist natürlich eine Bogenschützin. Okay. Ach, guck mal an. Oh, die könnte sogar effektiv sein. Aua. Ach so, man kann das aufladen. Oh. Okay, das macht Sinn. Bam, bam. Oh, geil. Ey, das ist ja total gut. Oh, das ist ja genial, Mann. Die ist ja richtig gut. Alter, die ist ja Hammer. Macht nur nicht so richtig Schaden, glaube ich. Vor allem kann die durch die Wände schießen? Digga. Klar. Boah, Alter. Die macht aber schon guten Damage. Alter. Die macht aber schon passablen Damage, das muss ich zugeben. Schlecht ist die nicht. Wenn die später noch ihre Bonus-Skills kriegt oder so, bei dem Turm oder so, dann könnte die schon gut sein. Kann ich mir vorstellen. Yay. Ja, direkt schon Level 60. What the fuck? Okay. Das ist krass. Machen wir beide auf 60. Sofern das geht. Jawohl. So, jetzt muss ich nur gucken. Weil sie braucht ja auch logischerweise Stigmata, ne? Kann ich gleich mal gucken. Oh!
Ja, kannst du klar mal hier, volle Kanne, ey, ne? So, zugeschlagen, Hotbutton, wer ist in der Leitung? Jawohl. Da hat sie doch mal richtig gutes Stigma, das so. Dann können wir bei ihr auch nochmal gucken. Können wir hier irgendwas verbessern? Nee. Hier vielleicht? Kiana hat den goldenen, warte mal. Weil sie brauchen, dann brauchen wir sie gar nicht mehr. Können wir ihre Stigmate ablegen. Machen wir das so. Und dann kriegt sie hier das goldene? Nee, das goldene. Und hier kriegst du dann auch das goldene. So. Sie hat hier, Dings, alles klar. Sie hat zwei goldene, sie hat zwei goldene, wunderbar. Und die hat ja sowieso, nee, sie hat, die hat ja sowieso zwei 5 Sterne. Aber ich find's lustig, dass man zum ersten Mal überhaupt in Honkai Impact Third einfach mal Raven spielen kann. Das ist das erste Mal, dass man sie überhaupt spielen kann. Zwar leider nur in diesem komischen Event, aber das ist trotzdem geil. Das ist trotzdem cool, muss ich sagen. Feier ich echt. Feier ich echt, muss ich sagen. Es wäre echt cool, wenn sie irgendwann als Charakter kommt, also als Kampfanzug. Das wäre ziemlich cool, muss ich sagen. So, ich würde sagen, ein Level machen wir noch und dann, ja. So, ist sie natürlich dabei hier, ist doch klar, Mann. Dabei, dabei. So. Korruption, Feinde werden vergiftet, jawohl. Hä? Hä? Ich verstehe nicht ganz, was ich da jetzt machen soll, ehrlich gesagt, aber... Entferne das Siegel, entferne sie alle. Ja, nee, wirklich. Wie denn? Soll man das denn machen? Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, ehrlich gesagt, aber... Gut. Wie soll man das denn machen? Also das verstehe ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Wie soll das gehen? Ja, entferne alle Siegel. Ja, wie denn? Hä? Wollt ihr mich gerade ficken, Digga? Ich täte es verstehen, wenn hier Gegner sind, aber... Hä? Okay, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Wie soll man... Hä? Wie soll das gehen? Was soll ich denn machen? Also das verstehe ich jetzt beim besten Willen gerade nicht. Was soll ich denn machen? Entferne die Siegel. Ja, super. Aber wie denn?
Ey, ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn machen, bitte? Ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll, aber irgendwie stehe ich hier gerade komplett auf dem Schlauch. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Was ist denn hier die Aufgabe? Hä? Ist es gerade ein Bug bei mir oder? Weil ich kann da auch nicht mit interagieren oder so, gar nichts. Ich kann halt nichts machen. Ey, ich verstehe das gerade echt nicht. Komplett auf dem Schlauch, Alter. Oder irgendwas mit der Statue? Keine Ahnung. Also schieben kann man die auch nicht. Hä? Was soll ich denn machen? Hä? Wollt ihr mich gerade verarschen oder was? Was ist das für eine Scheißaufgabe? Ich kann hier sogar durchrennen, lol. Wieso kann ich hier durchrennen? Ich verstehe aber immer noch nicht, was ich jetzt hier mache, was ich jetzt machen soll. Ich verstehe nicht, was die Aufgabe ist. Ich meine, klar, ich soll die Siegel entfernen, das ist mir jetzt auch klar, aber wie macht man das? Ey, ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, ne? Ohne Witz. Das wird mir jetzt keiner glauben, aber ich stehe komplett auf dem Schlauch gerade. Also entweder ist das ein Bug oder keine Ahnung. Weil keine Ahnung, was ich da machen soll, ehrlich. Tut mir leid. Tut mir echt leid, aber keine Ahnung. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Bombe... Was? Ich weiß halt echt nicht, was ich da machen soll. Aber wie macht man das? Wie tut man dieses Siegel lösen? Es muss ja irgendwas hier geben, was man da machen kann. Es muss ja irgendwas hier geben. Also ganz, jetzt wirklich Spaß beiseite, ne? Keiner, was? Hä? Warum? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt gerade wirklich nicht, ne? Also, tut mir jetzt echt leid, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich verstehe es gerade echt nicht. Was soll man denn hier machen? Also, es muss offenbar irgendwas geben, was man hier machen soll. Das ist mir schon klar, aber das hilft mir auch nicht. Oder muss ich irgendwie da darüber ballern? Glaube ich aber eher weniger, ne? Lol. Doch, ich habe irgendwas getroffen. Also irgendwas treffe ich ja. Also irgendwie verstehe ich das echt nicht.
Also beim besten Willen, keine Ahnung, was ich da machen soll. Ganz ehrlich, tut mir leid, aber entweder ist das ein Bug oder keine Ahnung. Weil das ist jetzt echt komisch, muss ich sagen. Oder brauche ich da einen anderen Charakter für? Oder brauche ich da einen anderen Charakter für? Warte mal. Kann das vielleicht sein? Weil das ist echt komisch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also das ist wirklich merkwürdig. Weil ich tue sie mal austauschen kurz. Vielleicht brauche ich irgendwie einen anderen Charakter, keine Ahnung. Weil das ist echt merkwürdig. Ich kann nichts machen da. Also das verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Also das ist jetzt echt merkwürdig. Das ist jetzt echt merkwürdig, keine Ahnung, was man da machen soll, aber es geht nicht. Es geht halt einfach überhaupt nicht. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Also was man da machen soll, so, hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, also wie gesagt, was man da machen soll, keine Ahnung. Das verstehe ich jetzt selber nicht. Das ist halt echt merkwürdig, muss ich wirklich mal sagen an der Stelle. Das ist wirklich, wirklich komisch. Aber gut, naja. Aber das ist echt schon komisch. Es gibt halt auch überhaupt keine Erklärung dazu, was man da machen soll, ehrlich gesagt. Ja klar, man soll die Siegel entfernen, aber kein Mensch weiß, wie das geht. Das ist echt klasse. Na, ist ja auch egal. Ich werde da noch ein bisschen weiter gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Samstag wieder beim Schicksals-HQ und beim SSD. Also würde ich sagen, ciao.